So kann es aussehen, wenn ein Fußballtrainer unzufrieden ist mit dem Spiel seiner Mannschaft. Wenn die zweite Halbzeit fast vorbei ist und seine Jungs einfach nicht aus der eigenen Hälfte herauskommen. Zeit für eine Einwechslung. Warm machen sich hier keine Fußballer, sondern Freunde von Martin Emmerling. Er stellt in einem Münchner Eiscafé pantomimisch Fußballszenen nach. Eigentlich wäre ich gern Fußballer geworden, Profifußballer. Aber naja, das hat leider nicht geklappt. Und ja, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, auch Trainer zu werden. Und ich würde mal sagen, ich übe schon mal auf der Straße. Vielleicht mache ich tatsächlich irgendwann mal den Trainerschein. Und naja, vielleicht das Dirigieren und Leuten sagen, wo sie hinzulaufen haben, macht mir vielleicht auch ein bisschen Spaß. Die Idee für seine Fußballperformances hatte Martin Emmerling, als er in seiner Heimatstadt München auf die Straßenbahn wartete. Wenig später inszenierte er mit Freunden eine Fußballszene. Die Haltestelle wurde zur Trainerbank. Eine Spielerei, aus der die Webvideoserie Vorsicht Fußball entstand. Hier wird die Baustelle zum Elfmeterraum, der S-Bahn-Waggon zur Spielerkabine. Martin Emmerling wohnt im Stadtteil Haidhausen. In seiner Wohnung übt er die Trainerposen minutiös ein. Vieles kennt er aus dem Gedächtnis. Der 31-Jährige schaut seit seiner Kindheit fast jedes Wochenende Fußball. Sein Geld verdient er nebenberuflich als Sportjournalist. Weil alles vorher sehr detailliert geplant ist, würde ich gar nicht mal davon sprechen, dass da viel Platz für Improvisation ist, sondern würde sogar behaupten, dass jede kleinere Handbewegung sogar auch vorher schon aufgeschrieben ist. Ja? Vielleicht nicht ganz so detailliert, aber doch sehr genau. Seine Vorbilder kommen aus dem wahren Fußballleben. So der arrogante Trainer. Der Mourinho zum Beispiel, immer so eine Hand in der Hosentasche. Der fuchtelt gar nicht viel rum. Ja. Und der Favre, ja, der ist immer, der leidet so schön mit. Bei dem hat man öfters das Gefühl, der hat das, was auf dem Spielfeld passiert, hat er nicht mehr in der Hand. Ja. Jetzt machen wir den dynamischen, den emotionalen à la Klopp. Mit Anlauf so hoch. Das ist vorne. Die Gesten bekannter Trainer. Martin Emmerling scheint sie alle zu kennen. Ebenso die Eigenheiten im Verhalten des deutschen Fußballbundestrainers Joachim Löw. Beide Hände in die Hosentasche und dann eben auch so unkonventionell, sich auf die Werbebande sich so draufsetzen, was er, glaube ich, vor 2 Jahren gemacht hat oder so. Ja. Ansonsten so ein Geschehen am Spielfeldrand, naja, seine Lockerheit, ja, wie den Balljungen den Ball wegnimmt oder so. Solche kleinen Späßchen, ja, kleine Späßchen und so Späßchen und lächeln, ja, den Spielern zulächeln können und Zuversicht vermitteln. Das kann er gut, ja. In der Münchner U-Bahn hat Martin Emmerling schon Vorsicht Fußball gedreht. Die strenge Regel der Serie, es dürfen nie Bälle, Trikots oder Pfeifen gezeigt werden. Der Ort muss so bleiben, wie er und seine Freunde ihn vorfinden. Besonders viel Spaß daran macht es, natürlich das Ding in der Öffentlichkeit zu drehen, ja? Also aus der Reihe zu tanzen und schräge Blicke zu provozieren. Ja? Das ist schon so eine Motivation von mir. Das Ganze in einem Studio würde den Reiz nehmen und würde natürlich auch nicht so funktionieren. Verkleidungen sind erlaubt, aber sie dürfen nichts mit Fußball zu tun haben. Ideen hat Martin Emmerling viele. Seine neueste Rolle, der Linienrichter. Gelb. Im Münchner Straßenverkehr.